Hallo und herzlich willkommen zu diesem Joint Webinar über Benchmarking GPU Performance of a Embedded Linux SoC with Qt. Das Ganze ist ein Joint Webinar, das heißt, wir machen das zusammen mit einem Partner, und zwar Toradex und Qt-Quality zusammen. Wie mir gesagt wurde, ist das das erste Webinar in Deutsch. Also, ich hoffe mal, das funktioniert einigermaßen. Kurz zu den Personen, die das Webinar halten werden. Das ist zum einen Stefan Lahndorfer. Er ist CEO von Qt Software Engineering. Qt bietet Services an im Bereich von Embedded Linux, Qt und so weiter für Product Development. Mein Name ist Stefan Eichenberger und ich bin Senior Solutions Architect bei Toradex. Das heißt, ich kümmere mich um Kundenanliegen und so weiter. Bevor wir mit dem Webinar starten, noch ein paar organisatorische Punkte. Benutzen Sie bitte das Chatfenster, falls Sie Schwierigkeiten haben. Dann wird sich ein Kollege mit Ihnen in Verbindung setzen. Am Ende des Webinars wird es eine Fragen-Antwort-Teil geben. Sie können die Fragen jederzeit im entsprechenden Chat-Window, Fenster, das ist schon das erste Englisch-Problem, Window und Fenster, im Chat-Fenster stellen. Wir werden dann die Fragen am Ende des Webinars beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und in etwa einer Woche dann online zur Verfügung gestellt. Kurz zu Toradex, für die, die uns noch nicht kennen. Toradex ist ein System-on-Module-Provider. Wir haben einen globalen Footprint, das heißt, wir sind eigentlich weltweit aufgestellt. Wir haben Büros in den USA, in Indien, in Vietnam, Brasilien und so weiter. Wie gesagt, Toradex ist ein System-on-Module-Provider. Was ist ein System-on-Module? Das sind diese kleinen Dinge, die man hier sieht. Das sind also so kleine Computer, die man in seine eigene Hardware integrieren kann. Wir lösen für Sie eigentlich folgende Probleme. Wir bestücken einen Prozessor, wir bestücken RAM, Flash und so weiter. All die Highspeed-Bauteile sind von uns gelöst und Sie können sich dann um Ihre eigentliche Applikation kümmern. Aktuell haben wir drei Familien. Das ist Apalis, Colibri und ganz neu Verdin. Diese Familien sind innerhalb der Familie PIN-kompatibel. Das heißt, man kann zum Beispiel ein IMX6-Modul mit einem IMX8-Modul ersetzen. Das geht, solange man sich an das Standard-Pinout von Toradex hält. Typische Applikationen, wo Sie unsere Module finden, sind zum einen Industrial and Automation, das heißt Sachen wie Robotik, dann Medical and Laboratory, das ist Sachen wie im Moment sehr aktuell. Beatmungsgeräte, dann ist auch ein sehr großes Gebiet Test and Measurement Equipment für Labore, Transportation mit Digital Signage, Building Automation und auch Umgebungsanalyse. Unsere typischen Kunden bestellen bei uns so 100 bis 50.000 Stück pro Jahr. Alles darüber macht es dann häufig Sinn, ein InDesign zu machen und nicht ein System-on-Module zu verwenden. Wenn Sie sich für Toradex als System-on-Module-Provider entscheiden, haben Sie eigentlich den Vorteil, dass wir auch alle Software bei uns in-house machen. Ein Beispiel dafür ist unser neuestes Mitglied. Das ist Horizon, und zwar basiert Horizon auf Yocto. Ist auch Open Source. Die Idee ist jedoch, dass Sie als Kunde eigentlich nicht mehr Image selber bilden müssen, sondern nur noch Container deployen müssen, für die die Container bereits kennen. Wir entwickeln auch Visual Studio Code und Visual Studio Plugins dafür, und unsere Partner sind
teilweise daran, Container für ihre Produkte anzubieten, wie zum Beispiel Codesys. Und die Idee ist dann, dass eigentlich ihre Applikation in einem Container läuft und wir uns um die Maintenance vom Basis-BSP kümmern. Gut, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende mit der Einführung von Toradex und würde gerne an Stefan von Sequality übergeben. Ja, hallo allerseits. Mahlzeit. Hier ist Stefan Landörfer von Sequality Software Engineering aus Österreich. Ja, ich hoffe, ihr seht auch meinen Bildschirm jetzt mittlerweile. Genau. Und ja, möchte euch herzlich begrüßen. Heute geht es um Benchmarking GPU Performance of Embedded Linux SoCs with Qt. Ja, die Grundgeschichte davon ist, dass wir in den letzten Jahren bei der Entwicklung von kundenspezifischen Lösungen für Industriegeräte und auch Automotive-Anwendungen an Performance-Limits gestoßen sind und hier Schwierigkeiten gehabt haben, hier für die Hardware unserer Kunden hier gute Lösungen umzusetzen, weil auch immer mehr Anforderungen an uns herangetragen worden sind. Also die letzten Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Displays eben doch immer größer werden, insbesondere im Automotive-Bereich. Full-HD-Displays sind eigentlich hier schon an der Tagesordnung. Und wie man das dann optimal mit einem Embedded Linux-Modul, wie es auch eben Toradex anbietet, mit der Apalis und der Colibri-Reihe zum Beispiel, mit welchen Modulen man das hier am besten abdeckt und generell welche Prozesse dafür optimal geeignet ist, diese Frage zu beantworten. Dazu hat uns auch dieser Benchmark geholfen, den wir entwickelt haben. Gut, bevor ich jetzt weitergehe vom Inhalt, möchte ich nur mal ganz kurz Sequality an sich vorstellen, von welchem Background, dass wir kommen, was wir sonst so machen. Also wir konzentrieren uns eigentlich bei unseren Dienstleistungen darauf, den Kunden optimal bei der Anwendungsentwicklung zu unterstützen. Das sprich, meistens haben wir Hardwarepartner, mit denen wir zusammenarbeiten, wie eben zum Beispiel Toradex, die die Hardware für unsere Kunden liefern. Und unser Know-how und unsere Dienstleistungen werden dazu verwendet, das Produkt für den Kunden gemeinsam auf Software-Ebene zu entwickeln. Dazu verwenden wir meistens Embedded Linux, C++, Qt und HTML5. Meistens kommen dann Touch-Display-Software-Anwendungen raus, wie man es hier ganz links sieht, oder Lösungen im Bereich Automotive und Off-Highway. Also Off-Highway ist alles, was nicht auf der Autobahn fährt, Baufahrzeuge, Erntemaschinen, Traktoren oder Spezialbauten, Feuerwehrfahrzeuge, Polizei, HMIs für die Unterstützung. Aber auch im Industriebereich ist es anzutreffen. Gut, ja, dann kurz zur Agenda. Welche Punkte möchte ich jetzt durchgehen? Der erste Punkt wird mal sein, sich generell mal anzuschauen, okay, welche prinzipiellen Lösungen kann man eigentlich mit dem Qt-Framework hier umsetzen und wo haben wir dann auch den Benchmark, den wir entwickelt haben, hier eingesetzt. Sprich, welche Lösung von Qt haben wir jetzt verwendet für den Benchmark? Ja, dann als zweiten Punkt werde ich erzählen, ja, wie sind wir dazu gekommen, diesen Benchmark zu entwickeln? Was war eigentlich die Ausgangsbasis dafür? Das ist unsere Automotive Suite. Und ja, wie haben wir die Hardware ausgewählt für die Embedded Linux-Geräte, für die Embedded Linux-Anwendungen? Und wie haben wir sichergestellt, dass unser Benchmark auch wirklich ein GPU-Benchmark ist und nicht irgendwie von anderen Faktoren limitiert oder ja, beeinflusst wird? Ja. Dann am Ende der Vorstellung werde ich ja, Grafiken, Charts präsentieren bezüglich der Benchmark-Ergebnisse, wie man das typischerweise eben auch so kennt von anderen Benchmarks aus Hardware-Benchmarks. Ja, am Ende noch ein paar Links und Referenzen. Gut, ich glaube, es gibt dann am Ende des Vortrages auch noch ein Q&A, wenn dann Fragen auftauchen.
bin ich schon gespannt, was aufpoppt. Gut. Ja, als erstes einmal einen kurzen Überblick meinerseits, sind da in den letzten Monaten einige Möglichkeiten dazugekommen, mit Qt-Anwendungen zu machen, damit man hier jetzt mal Klarheit schafft, auf welcher Basis sind eigentlich die GPU-Benchmarks gelaufen. Dient jetzt da diese Folie und auch noch die nächste. Ja, seit Dezember 2019, also ein gutes halbes Jahr, gibt es jetzt offiziell Qt für Microcontroller, was es erlaubt, Qt-Anwendungen auf Mikrocontroller-Hardware. Das sind ein paar ausgewählte Hardware-Plattformen, die da aktuell unterstützt werden für Qt und Microcontroller. Also man kann hier Qt-Anwendungen bare metal deployen und eben laufen lassen. Das ist ein spezielles Qt, wo ausgesuchte Qt-Quick-Komponenten dafür ermöglicht werden, um eben auch auf Mikrocontroller zu laufen. Dann gibt es die Möglichkeit, Qt für Embedded Linux mit einem Software-Renderer zu nutzen. Das macht man insbesondere, wenn man sich relativ effiziente Embedded Hardware aussucht für sein System. Hier zum Beispiel das Bild ganz oben ist ein iMIC 6UL. Drunter mit einem relativ kleinen Display, wo eine ganz normale Qt-Anwendung mit einem vollen Embedded Linux-System drauf läuft. Die Qt-Anwendung nutzt aber den Qt Quick Software Renderer, was so viel heißt, wie die ganzen OpenGL-Befehle da drinnen werden quasi von der CPU dann gerendert und nicht Hardware unterstützt durch die GPU. Der iMIC 6UL hat meines Wissens auch keine Hardware-Unterstützung für OpenGL, darum ist diese hier an dieser Stelle die einzige Möglichkeit, das so zu machen. Dann gibt es Qt for Embedded Linux mit dem eGLFS-Plattform-Plugin, was im Endeffekt heißt, dass Qt direkt auf so Hardware unterstützt mit OpenGL den Bildschirm rendern kann. Es wird hier dann hardware-seitig die GPU unterstützt. Nicht nur für 3D-Content, sondern für sämtliche Pixel quasi, die im Qt Quick gerendert werden, die laufen über die GPU. Also wenn man zum Beispiel ein 2D-Bild vertikal verschiebt oder eben Scrolling macht oder irgendwelche Rotationen und Translationen von 2D-Bildern, dann passiert das ebenfalls über die GPU und nicht die CPU. Ja, und das ist deshalb blau eingefärbt, weil das ist genau die Plattform, die wir jetzt untersucht haben mit unserem GPU-Benchmark. Also über die anderen Plattformen kann man hier an dieser Stelle, also das war nicht Fokus dieses Benchmarks. Zu guter Letzt gibt es natürlich dann auch noch Qt und Standard-Desktop-Hardware, also an einem ganz normalen Windows oder Ubuntu auf x64-Hardware oder auch 32-Bit geht natürlich, war jetzt auch nicht unser primärer Fokus unseres Benchmarks, obwohl, das muss man gleich dazu sagen, man kann den Benchmark auch auf normaler Desktop-Hardware ausführen. Das werden wir dann eh am Ende noch kurz bei einem Video sehen, das ich abspielen werde. Ja, weitere Beispiele dann im Link dann noch auf unserem Blog von der Embedded World, wo es auch einige Beispiele gegeben hat. Gut, also wie schaut diese eGLFS Architektur aus? Qt rendert eben mit OpenGL Hardware-Unterstützung mit dem eGLFS Plattform-Plugin von Qt. Man muss dazu sagen, es gibt da keinen Window Manager, das heißt, man hat nur genau eine einzige Anwendung, die hier quasi gerendert werden kann. Das heißt aber auch, dass man Dual-Screen-Lösungen jetzt nicht mit einem einzigen Embedded Linux-System lösen kann. Wir haben das dann so gelöst, dass jedes Display hier hat einen eigenen Embedded Linux Prozessor und somit geht das auch quasi mit eGLFS, dass man hier eine Dual-Screen-Lösung umsetzt, braucht man halt zweimal die Hardware. Ja, und was auch noch wichtig ist, unser Benchmark ist immer mit Boot-to-Qt Software-Stack gelaufen. Wir haben für alle iMX 8-Module Boot-to-Qt 5.14 verwendet. Für den iMX 6 haben wir Boot-to-Qt 5.13.2 verwendet.
Das waren Ende März, Anfang April die Butoq-Versionen, die auf dieser Hardware out of the box fehlerfrei gelaufen ist. Mittlerweile gibt es ja neuere Versionen, aber ja. Ja, Ausgangspunkt für den Benchmark war unsere Automotive Suite. Das ist eine Anwendung, die von uns entwickelt worden ist, ja, Demonstrationszwecken und auch um die neuesten Technologien zu ja, darzustellen. Ist in ähnlicher Art und Weise auch in diversen Kundenprojekten hier so im Einsatz. Ja, was sieht man da drauf oder was wurde verwendet? Also, es werden hier sehr gute und ja, es wird ja oft Gebrauch gemacht von wirklich hochaufgelösten 2D-Grafiken. Also man kann sagen, dass im Wesentlichen der ganze Instrument-Cluster hinterlegt ist mit einem kundenspezifischen, also mit einem hochaufgelösten 2D-Image. Ja. Dann kommen nur zusätzlich Transparenzen dazu und Animationen und weitere kleine Image-Teils, also Kacheln, die da übereinander gelegt werden. Also Layering ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Anwendung. Dual Screen ist umgesetzt also mit zwei separaten Hardware-Einheiten. Synchronisierung passiert mit MQTT. Und für den Benchmark haben wir jetzt nur das linke Display, also diesen Instrument-Cluster, herangezogen, um das zu testen. Was auch noch interessant ist, die ganzen 3D-Darstellungen bezüglich Navigation, das ist Mapbox GL, das verwendet 3D ja, Grafiken, das sind wirklich Vektorgrafiken, das heißt, das werden keine, also, es werden hier keine Bilder runtergeladen, sondern es werden hier Vertices runtergeladen, die dann quasi in der GPU gerendert werden mit 3D-Befehlen. Ja, somit haben wir dann einen Mix aus 2D- und 3D-Komponenten, die man darstellt, das einen sehr repräsentativen quasi Load jetzt verursacht für eine typische Automotive-Anwendung. Und ja, vielleicht auch noch erwähnenswert, wir haben nur Qt Open Source Edition verwendet und wir haben nichts mit Qt Design Studio oder Qt 3D umgesetzt. Wir haben das mit dem Ansatz, also mit unserem Ansatz Design by Components gemacht, wo wir wirklich nur eben das Qt Framework mit Komponenten, mit bestehenden Komponenten erweitert haben, um dieses Design hier umzusetzen. Genau. Wenn wer die nähere Details wissen will, hier gibt es unten dann auch noch einen Link. Einfach kurz auf der Webseite von SQuality gibt es mehr Details dazu und auch ein Video dazu. Ja, von der Hardware her kann man sagen, ja, dieses Jahr waren, kann man sagen, 3/4 unserer Projekte alle mit NXP IMX6 Prozessoren, entweder Dual-Core, Single-Core oder Quad-Core. Und ja, die wollten wir im Benchmark auf jeden Fall zum Vergleich mit dabei haben. Interessant war für uns vor einem Jahr, okay, wie wird hinsichtlich Grafikperformance der Raspberry Pi 3 hier abschneiden? Wir haben natürlich schon vermutet, dass der wenig stärker sein wird wie der IMX6 bezüglich Grafik, aber wir konnten das nicht einschätzen, um wie viel. Und wir haben auch geglaubt, okay, Raspberry Pi 4 wäre sicher auch sehr interessant vor einem Jahr. Allerdings haben wir noch gezweifelt daran, dass es überhaupt möglich sein wird, das zu machen, weil die OpenGL-Treiber insbesondere, also wir haben das mal mit Yocto Open Source ausprobiert. Das war noch sehr ineffizient und instabil. Ja, es wäre prinzipiell für uns auch noch sehr interessant gewesen, NVIDIA-Module hineinzunehmen in den Benchmark, weil sie hinsichtlich Grafikperformance, glaube ich, sehr gut sind. Allerdings war es mit dem Zeitbudget, das wir uns vorgenommen haben für den Benchmark, uns dann nicht möglich, die dann noch zu berücksichtigen. Wir haben jetzt pro Modul ungefähr einen Tag verwendet, um das Image runterzuladen, das zu bauen, das auszuprobieren, schauen, dass alles läuft. Und ja, bei den NVIDIA-Modulen war das eben mehr wie ein Tag. Und ja, die neueste Version hat nicht gebaut, beziehungsweise mit dem Mapbox GL haben wir Probleme gehabt, dass sie sich rendert. Haben dann unterschiedliche Versionen ausprobiert. Leider haben wir das dann fallen lassen müssen, um hier dann nicht zu viel Zeit zu investieren in das Setup. Aber ich denke mal, das sagt ja auch aus, okay, innerhalb der
IMX 6 und IMX 8 Familie war das relativ wenig Aufwand, hier die unterschiedlichen Module zum Laufen zu bekommen. Und natürlich insbesondere interessant für uns war hier der IMX, sicher Nachfolger für die IMX 6 Module eben dann gilt, weil er eine verbesserte Grafikperformance hat und auch CPU-Performance um einiges besser ist wie der IMX 6. Ja, bevor wir den Benchmark überhaupt dann einmal entwickeln haben können, haben wir uns natürlich angeschaut, okay, unser aktuelle Automotive Suite, wo sind denn eigentlich hier da die Bottlenecks, die Schwachstellen und die Flaschenhälse? An welche Teile dieser Software sind jetzt wirklich so rechenintensiv, dass er IMX 6 die Performance nicht wirklich zufriedenstellend zusammenbekommt? Also darauf wollten wir klare Antwort haben, weil es soll ja nicht so sein, dass irgendwelche anderen Software-Teile, jetzt zum Beispiel irgendwelche C++-Methoden oder sonstige Sachen, die zusätzlich implementiert worden sind, eventuell da der Grund dafür sind, dass die Performance nicht optimal ist. Ja, wie haben wir das gemacht, dass wir hier die Flaschenhälse finden? Das Erste, was wir gemacht haben, ist mehr oder weniger die Software Modul für Modul zu zerlegen und Modul für Modul die Software so zu verkleinern und auszukommentieren, den Code und wegzugeben, bis das am Ende nur ein schwarzes Rechteck überbleibt, wo nichts drinnen ist. Und dann schrittweise die einzelnen Teile der Lösung, der Embedded Cockpit-Lösung hier wieder dazuzugeben, um zu sehen, okay, ab welchem Schritt gibt es ja dann wirklich die Performance-Einbußen. Das war auch ganz gut, dass wir das gemacht haben, weil wir hier auf einige Sachen draufgekommen sind, die man durch klassische Performance-Analyse-Tools vielleicht nur ganz schwer draufkommt. Also das war unser erster Schritt. Der zweite Schritt war natürlich dann Performance Measurement Tools umzusetzen und zu nutzen, um die Performance zu messen. Für uns als wichtigstes Indikator war hier der Frames per Second Counter. Ich habe ihn hier angedeutet. Das ist hier so eine kleine Qt Quick Animation, die dann die FPS errechnet. Bei Qt ist es so, dass die maximale Frames-Anzahl, die man erreichen kann, 60 ist. Das ist vom Qt Quick Scene Graph Renderer so vorherbestimmt. Der rendert einfach nicht mehr als 60 Frames pro Sekunde. Also ich glaube, das ist hier quasi 60. Das ist ein Rundungsfehler. Also 59 heißt 60 quasi. Also Performance Tools, natürlich auch CPU-Auslastung ist auch interessant gewesen. Die haben wir dann meistens über SSH-Session im Hintergrund herausgefunden. Das nächste, was auch wir gemacht haben und was auch sich ausgezahlt hat, ist, sich mit dem Qt Quick Scene Graph Renderer zu beschäftigen, wie der im Detail funktioniert und wie der im Detail die Anwendung dann rendert. Kann ich auch nur empfehlen, da sind einige Sachen dann hervorgestoßen. Und zu guter Letzt natürlich Performance Analysis Tools, Overdraw Analyse, Batch Analyse und Flame Graph Analyse. Die sieht man hier auf der Seite, diese drei, und die mag ich jetzt noch ganz kurz auch durchgehen. Ja, oben hier sieht man unsere Cockpit-Anwendung und im unteren größeren Bild sieht man dann, was herauskommt, wenn man die Overdraw-Analyse aktiviert in Qt. Im Endeffekt bietet die eine Visualisierung aller Elemente, die übereinander in mehreren Layers visualisiert werden. Also wenn man hier zum Beispiel mehrere Bilder übereinander legt, transparente Bildbereiche übereinander legt, Qt Quick Elemente übereinander legt, dann sieht man die hier ganz schön in einer 3D-Visualisierung dargestellt. Hier zum Beispiel sieht man gut, dass es ein großes Hintergrundbild gibt. Das ist die erste rote Fläche. Und dann die Beschriftung der Labels hier ist dann das nächste, was man sieht hier. Das sind die von 20 bis 100 km/h oder so. Und dann wieder drüber gibt es einen Grafikbereich, der dann die Geschwindigkeit anzeigt und Transparenzeffekte. Ja,
So schaut es hier aus. Und was es einem dabei hilft, ist im Endeffekt zu optimieren, welche Elemente muss ich wirklich sichtbar darstellen in der Anwendung und welche kann ich manuell im Code auf visible is equals false stellen. Ja. Hier muss man wissen, dass der Qt Quick Scene Graph Renderer keine automatische Occlusion Detection hat. Das heißt, bei Default rendert der immer alles, auch wenn Bildschirmbereiche überhaupt nicht sichtbar sind und vielleicht links vom Bildschirm oder rechts vom Bildschirm sind. Der rendert immer alles. Und das kann man dann so optimieren, dass man hier eben dann schaut, man macht die Overdraw-Analyse, man sieht alle Bereiche, die gerendert werden. Die Bereiche, wo man weiß, die sind nicht sichtbar, die schaltet man dann aus. Und so kann man den Code optimieren. Ja, das nächste dann die Batch-Analyse, die einem dabei hilft zu sehen, welche Elemente in einem Shot, also in einem Durchgang gleichzeitig von der, also gerendert werden können. Und ja, also man muss hier versuchen, so möglichst, also so wenig wie mögliche Batches eben hinzubekommen. Vielleicht kann man gewisse Elemente zusammenfassen oder eben auch hier wieder ausblenden, die nicht sichtbar oder nicht nötig sind. Und ja, also es gibt da so eine Faustregel, ich habe sie ja auch auf der Folie. Ja, man sollte ungefähr, also man sollte weniger wie 10 Batches haben, dann ist das auf jeden Fall eine ganz effiziente Umsetzung. Und ja, das kann man hier mit der Batch-Analyse hier gut analysieren und danach optimieren. Hier sieht man links und rechts die Geschwindigkeits- und RPM-Anzeige, die hier im eigenen Batches sind. Und ja. Ja, zu guter Letzt dann noch die Flame Graph Analyse, die im Endeffekt eine Visualisierung des Call Stacks ist, der Anwendung über die Zeit. Also auf der X-Achse hier unten ist die Zeit und ja, je weiter man nach oben kommt, desto eher ist man hier im User Space, also bei der User-Anwendung. Die läuft an Bord. Je weiter man unten ist, desto tiefer geht es rein in das Qt Framework. Und ja, hier ja, kann man hier mal schauen, gibt es breite, also Funktionen, die länger dauern, die sich in der oberen Hälfte dieses Flame Graphs befinden. Wenn das der Fall ist, kann man hier ansetzen zu optimieren. Und ganz generell, also beim Optimieren denke man kann immer irgendetwas optimieren. Man muss sich halt irgendwann einmal dann auch sagen, okay, das läuft jetzt gut genug und ist wirtschaftlich von der Optimierungsdauer jetzt einmal. Und ja, also das war sicherlich auch immer Hintergedanke, dass gut. Ja, welche Optimierungen haben wir jetzt im Detail durchgeführt? Das erste war, dass wir herausgefunden haben, mit eben dieser binären Suchmethode, wo wir die Module auskommentiert haben von der Software, haben wir herausgefunden, dass eigentlich an erster Stelle eine C++-Methode ganz viel Performance gebraucht hat, nämlich die Methode, die die Route simuliert, die quasi die GPS-Koordinaten in einem Container abspeichert entlang der Route, wo man fahren möchte. Und dann, wenn man im Simulationsmodus eine Route abfährt, dann Stück für Stück die GPS-Koordinaten noch vorgibt und hier so eine Route abfährt. Ganz am Anfang haben wir immer mit einer Route von Berlin nach Linz getestet. Und das sind doch über 600 Kilometer und das hat relativ viel CPU-Ressourcen gekostet. Wir haben dann zwei Sachen gemacht. Das erste, wir haben diese Simulation in C++-Container nur optimiert und ein Caching eingeführt. Und als weiteren Schritt, wir haben dann gewusst, okay, für den CPU-Benchmark ist es wichtig, dass alle Tests mit der gleichen Route durchgeführt werden. Und da wir wollten, dass es möglichst die GPU testet und nicht die CPU, haben wir gesagt, wir nehmen eine relativ kurze Route, somit fällt diese Routensimulation seitens der CPU nicht stark ins Gewicht. Ja, das Weitere, was wir
herausgefunden haben, was sicher einen Sinn macht, ist auch unterschiedliche Benchmark-Setups zu testen und zu ja, hier Benchmarks zu machen, weil es aufgrund von, ja, mancher Chip ist vielleicht ja, besser beim Rendern von 3D Vertices, ein anderer Chip ist besser beim Rendern von 2D Bildern, und um das zu berücksichtigen, haben wir unterschiedliche Benchmark-Setups gemacht, einmal mit 2D-Kartenmaterial, einmal mit 3D-Kartenmaterial, einmal nur mit Text, um hier zu sehen, wie viel macht es einen Unterschied. Drum, also ich glaube, es ist generell sinnvoll, immer seine spezifischen Anwendungsanforderungen dann auch auf der Hardware zu testen, weil je nachdem, welche, wie die Software dann ausschaut, gibt es hier dann unterschiedliche Performances von der Hardware. Ja, ja, Caching haben wir noch eingeführt. Das nimmt einen Screenshot von der Anwendung von Bildschirmteilen, die sich nicht ändern. Die können dann effizient auf der GPU gerendert werden und die werden automatisch erneuert, wenn hier Veränderungen eben detektiert wurden. Qt-Quick-Compiler haben wir auch ausprobiert. Hier muss man halt sagen dazu, dass der insbesondere dann hilft, wenn relativ viele Qt-Quick-Elemente gerendert werden müssen, beziehungsweise wenn die Applikation gestartet werden muss. Der Qt-Quick-Compiler hat im Wesentlichen nur minimal die Starter-Performance verbessert der Anwendung, aber hat keinen Effekt gehabt beim quasi kontinuierlichen Laufen der Anwendung. Also sobald quasi der SyncGraph-Render mal konfiguriert ist und läuft auf der OpenGL-Hardware, macht es keinen Unterschied mehr, ob man das mit oder ohne Qt-Quick-Compiler umgesetzt hat. Somit haben wir das eigentlich außen vor gelassen dann. Ja, also der vorletzte Punkt, der einen großen Vorteil gebracht hat, ist, dass man sich mit dem Rendern der Hintergrundfarbe des Windows beschäftigt und das optimiert. Das waren ein paar ganz kleine Anpassungen im Code, hat große Verbesserungen gebracht. Ja, ist, glaube ich, auch soweit relativ gut dokumentiert im Qt-Framework. Und der letzte Punkt war eben das Visible Property optimal zu setzen, und das haben wir eben mit der Overjoy-Analyse hier quasi hier analysiert, soweit, dass das optimal gesetzt worden ist. Ja, bei den Untersuchungen haben wir dann auch einen Punkt rausgefunden, der doch relativ überraschend für uns war, nämlich dass Anwendungen, die nur als ja, einer leeren Qt-Quick-Anwendung bestehen und aus einem Bild, das quasi bildschirmfüllend einfach nur angezeigt wird, dass hier das bereits die Render-Performance beeinflusst, des, ja, der Embedded Linux-Hardware. Insbesondere fällt das auf beim IMX6. Hier haben wir gesehen, dass eine leere Anwendung, wo ich ein einziges Full-HD-Bild quasi draufgebe, nur ja, mit 30 Frames per Second gerendert wird. Allerdings, wenn ich ein zweites Bild drüberlege, dann fällt das runter auf 20 Frames per Second, obwohl einfach nur zwei Bilder übereinander liegen und sonst nichts passiert. Beim dritten Bild sind es dann gar nur mehr 15 Frames. Das deutet eben darauf hin, dass hier Probleme dann auch gibt, teilweise mit Speicherbandbreiten, weil im Endeffekt die CPU-Auslastung ist hier nicht beeinflusst. Ja, das Qt-Framework kann hier an dieser Stelle offenbar dann auch nicht weiter optimieren. Ja, und erst wenn man dann raufgeht zum IMX 8 oder dem Raspberry Pi 4, haben wir dann hier diesen Effekt nicht mehr beobachten können. Raspberry Pi 3 trifft es dann auch ab zwei Images in Full HD. Unsere Konsequenz daraus war dann, man sieht hier rechts so ein Screenshot von den Layers in Photoshop. Man kann versuchen, dann diese Bildlayer, die zum größten Teil transparent sind, dann möglichst gut in ein einziges Bild zu mergen und hier diese Bilder so klein wie möglich zu machen und transparente PNGs so klein wie möglich von den Außenabmessungen eben zu integrieren.
damit man hier effizient unterwegs ist. Und das hat schon mal, das hat dann einen großen Sprung eben auch nach vorne gebracht hinsichtlich Performance. Ja, das Zweite, was wir beobachten haben können, ist, also Transparenzen und Opacity Masks soll man auch sich nochmal separat anschauen. Wir haben versucht, die Opacity Mask, das ist ein Qt Quick Element, zu nutzen, statt dem Alpha Channel von einem transparenten PNG. Ja, da liegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen prinzipielles Verbesserungspotenzial in diesen Opacity Mask vom Qt Framework. Aber ja, dieser Optimierungsschritt bringt dann auch nochmal eine Verbesserung bei den Frames, insbesondere wenn man hier viele transparente, durchsichtige Bilder eben darstellen möchte. Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo ich gern ein kurzes Video abspielen möchte, wo man jetzt live sieht, wie die Hardware eben performt. Es gibt hier zwei Videos, ich werde allerdings jetzt nur das rechte mal abspielen. Und genau, so, jetzt muss ich da schauen. Übertragung des Videos. Moment. Hello everybody, this is Stefan Landhofer from Sequality. This time I want to give you an update on our embedded Linux GPU benchmark results. This time we also have results for the IMX8 X. So the IMX8 X is the smaller brother of the bigger IMX8 Quad Max. So to put this into perspective, this one has a dual Vivantic graphics GC7000. And this one has a single graphics Vivante GC7000 Lite. So let's come to the benchmark results. All in all, it really performs very well. So as you can see here, in most scenarios, the IMX8X is even faster than the Raspberry Pi 4. And it really has very, very nice performance, and there's only a small performance gap to the IMX8 and a relatively huge improvement to the IMX6 quad core. So, but what does this mean in terms of user experience when you're using such an embedded CPU? So for this, here we have prepared two displays. This bottom display is run by the IMX8X, and the top display is connected to the IMX6 quad core. So here we have about 30 frames per second, and on the top we have about 13 frames per second. So now I'll just use the display a little bit and give you an impression. So here we are in Berlin. So here on the IMX8X, you really can interactively use this very smooth. It's very smooth, even with a lot of objects on the screen. It's a smooth and pleasant experience. And in comparison here to the IMX6, you even recognize on the video here that it's a little bit stuttering. When you interact with it, the screen doesn't immediately follow your finger. Zooming is not so smooth. And the overall user experience is not so good. And especially if you zoom out, it's even harder to render. So there's no headroom. Then the frames drop really dramatically. And if you want to move it, you see, and that's not a pleasant user experience. And here it's still smooth. So this really pays off, this extra performance. To put this into perspective, we also want to show you how this works here on this system. So I'll restart the root now. So here we can also put it like that. We are using an Intel Nuke
i3 with Intel Integrated Graphics that is rendering the graphics for both displays. Those are both full HD displays. And both displays have 60 frames per second, no matter what I do here. So it's really a very smooth experience, even smoother as with 30 frames per second. It's the ideal frame rate, of course. And in terms of load, we here have about 55% of the GPU. So there's still a lot of headroom left. And yeah, so you get the idea of the performance differences between the IMX8, IMX8X, the IMX6 quad core, and an Intel integrated Iris Pro graphics. So this was it for today. Thank you very much. See you next time. Bye. Werde ich hier wieder mein Bildschirm starten zum Übertragen? Gut. Also das war jetzt ein kurzer Überblick, wie das ausschaut mit IMX6, IMX8X, die Performance. Ja, und jetzt dann zu den tatsächlichen Benchmark-Ergebnissen noch. Das waren die verschiedenen Modes und Test-Setups. Kommen wir zu den Ergebnissen. Hier sehen wir die Performance des Cockpits noch unoptimiert. Das war das Stand vom November 2019. Ohne Optimierungen sieht man, also Raspberry Pi 3 hat im Endeffekt, war zu schwach, um das wirklich flüssig dort zu stehen zu können. Während einer Navigation haben wir da 10 Frames oder weniger gehabt. Also das war, ja, Raspberry Pi 4 geht dann schon langsam und so richtig flüssig war eigentlich dann nur IMX8, obwohl auch hier, also idealerweise möchte man doch 30 Frames in der Sekunde haben und nicht weniger. Ja. Dann das erste, was wir gemacht haben, war hier diese Bildoptimierungen, von denen ich schon gesprochen habe. Das sprich, wir haben keine einzige Zeile Code verändert und nur die Transparenzen und die Hintergrundbilder gemerged und optimal die Bilder integriert in die bestehende Softwareanwendung. Und man sieht hier, dass auf einen Schlag, also die 27p-Auflösungen haben dann Raspberry Pi 3, 4, IMX8 immer mit den vollen 60 Frames pro Sekunde rendern können. Und auch sonst, hat durchquer durch die Bank, hat man hier sehr profitiert durch diese Optimierung. Und es ist auch ein Beispiel dafür, nicht alles, also diesen Umstand hätten wir wahrscheinlich nur sehr schwer rausgefunden durch Flame Graph Analyse oder Batch Analyse, weil ja hier ja quasi kein Code betroffen ist, sondern ein generelles Speichersetup und Applikationssetup eben. Ja, als letztes sieht man hier dann die voll optimierte Variante laufen. Hier sind nochmals eben dann beträchtliche Performance-Gewinne eben erzielt worden. Und das war dann auch der letzte Stand mit dieser Variante sind dann alle weiteren GPU-Benchmarks durchgeführt worden. Insbesondere auch die Kleinen haben hier gut profitiert von dieser Optimierung und mit IMX8, mit dem großen IMX8 hat man hier immer über 40 Frames pro Sekunde, das ist schon wirklich sehr gut. Super für uns aus unserer Sicht ist, dass man wirklich sagen kann, der IMX8X ist quasi fast genauso schnell wie der große IMX8. Und ja, man muss bedenken, das IMX8X läuft auf einem Colibri-Modul, der große IMX8 läuft dann auf einem Apalis-Board. Ja. Der große IMX8 braucht einen Kühlkörper und wir haben sogar einen kleinen Fan, also einen kleinen Lüfter drauf gepackt. Der IMX8X läuft hier quasi nur ganz normal mit dem mitgelieferten Dye Heat Spreader, der da drauf ist am Modul. Ist darum sehr interessant und auch super, dass der große, also der IMX8X quasi so performant ist wie der Raspberry Pi 4. Ja, dann sieht man hier eine Variante, wo wir nicht mit Mapbox 3D, sondern mit Mapbox 2D getestet haben. Bei Mapbox 2D sind sämtliche Karten Bilder, die runtergeladen werden müssen vom Internet,
Die werden natürlich dann gecached an Bord. Wenn man eine Route zweimal fährt, muss er den nicht mehr runterladen, aber man sieht, er muss hier dann Bilder dran, also quasi rein projizieren in die Anwendung. Und hier sieht man, dass die 2D-Variante nicht, ja, eigentlich schlechtere Performance hat wie die 3D-Variante. Wenn man hier die Bilder vergleicht, sieht man, dass eben das 2D doch von der Performance relativ schlechter ist. Der Grund dafür liegt vielleicht genau auch bei diesem Image-Problem, das wir hier da aufgedeckt haben. Und ja, was dann wirklich der Grund ist, ist wahrscheinlich noch mal tiefer vergraben. Aber ja. Ja, dann das Ganze auch noch mal ohne der Mapbox-Lösung getestet. Das ist jetzt vielleicht dann eher ein typisches Cockpit, wie man es in mittelgroßen, ja, Automotive-Umsetzungen und Anwendungen drinnen hat, wo man das Cockpit dann vielleicht doch nicht rein integriert in das in den Instrument Cluster. Und hier sieht man, dass ja mit der optimierten Variante der iMX 6 Quad-Core durchaus auch in der Lage ist, in der Full-HD-Variante hier flüssige 30 Frames per Second abzuliefern, was ein Indiz dafür ist, dass hier prinzipiell keine anderen Bottlenecks mehr drinnen sind. Und das soweit flüssig läuft. Man sieht hier auch den Unterschied zwischen der GPU vom iMX 6 Quad Core und dem iMX 6 Dual Lite. Der Dual Lite hat eine minimal einfachere ja, Grafikeinheit drauf. Also nicht nur die Core Counts unterscheiden sich zwischen Dual Lite und Quad Core, sondern auch die Grafikeinheit ist beim Dual Lite etwas schwächer ausgeführt. Das sieht man hier schön bei diesem CPU. Aber diesen GPU-Benchmark, dass ja, er nicht ganz die 30 Frames schafft. Ja, dann noch eine Variante ohne Bilder, um sicherzugehen, dass die Bilder, die verbliebenen restlichen optimierten Bilder, da nicht irgendwie den die GPUs zu sehr belasten. Und im Endeffekt sieht man, dass es hier ja, zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wie mit den Bildern. Es ist sehr vergleichbar, was ein Indiz dafür ist, dass mit den Grafiken das nur mehr jetzt ein minimaler Mehraufwand ist, das zu rendern ist wie ohne Grafiken. Ja, zu guter Letzt noch eine Variante ohne Bilder, nur mit Text, also mit einer Ausnahme von ein paar ganz kleinen Icons hier oben in der Navigation, sind hier nur Labels und Text verwendet worden und natürlich auch kein Navigationssystem und gar nichts. Und ja, hier war natürlich jede Plattform geeignet, hier 60 Frames in der Sekunde zu rendern. Die iMX 6 haben es hier mit 30 Frames in der Sekunde geschafft, mit der Ausnahme bei 27p hat sogar der iMX 6 Quad-Core 60 Frames dann geschafft, was wieder auf die bisschen bessere Grafikeinheit hindeutet. Offenbar gibt es da gleich mal einen Drop runter von 60 auf 30. Dazwischen haben wir eigentlich da nie Werte beobachten können beim iMX 6. Ja, das ist wahrscheinlich irgendeine Speicherbandbreiten-Sache. Gut, das ist dann die Zusammenfassung nochmal von den Benchmarks. Hier quasi nichts Neues mehr, nur mehr leicht andere Ansicht. Ja, für Full HD, also 1080p Render-Performance, ist aus unserer Sicht es schwer anzuraten, sich doch mit Modulen zu beschäftigen, die rund um den iMX 8 angesiedelt sind. Ja, bei einfacheren Anwendungen geht es eventuell auch mit einem iMX 6, aber ohne Navigationssystem oder sonstigen teuren Berechnungen. Ja, bei 27p ein ähnliches Bild. Und ja. Gut, Future Work, was wird sich tun in Zukunft? Wir möchten gern die GPU-Benchmarking-Suite weiter verfolgen, das Berechnen der Benchmark-Ergebnisse vielleicht nur besser zu automatisieren. Wer weiß, vielleicht gibt es dann da auch mal in Zukunft wirklich ein Tool, das man hier runterladen kann oder Integration in ein Yocto-Layer. Wir müssen mal schauen, wie wir das mit den Aufwänden und sonstigen Sachen hinbekommen, weil unsere Hauptarbeit bei Sequality ist es ja nicht, irgendwelche Benchmarks zu machen. Wir sind bei kundenspezifischen Umsetzungen halt immer mit integriert. Ja, aber was ich zeigen kann, ist genau hier vielleicht noch ein kurzer Ausschnitt von der Webseite. Es gibt hier
bei Lösungen Automotive and Off-Highway, dann hier auch nochmal die Beschreibung dieser Suite und auch nochmal ein Video zu den Features von dieser Anwendung. Und unter dem Punkt Produkte, das ist jetzt ganz neu, gibt es erst seit einer Woche, gibt es auch einen System Monitor, den wir auch verwendet haben, um eben live zu sehen, wie schaut es mit der CPU oder der Speicherauslastung aus vom System. Das kann man sich installieren, läuft im Hintergrund eine Qt-Anwendung als Daemon und kann man über den Browser hier dann die CPU und Memory-Auslastung dann in der Echtzeit sehen. Das kann vielleicht auch helfen, dann in diesem Umfeld dies zu analysieren und weiter zu optimieren. Gut, das war es eigentlich dann soweit von meiner Seite. Ja, kurze Zusammenfassung nun haben wir im Wesentlichen eh schon jetzt zusammengefasst. Ansonsten denke mal, übergebe dann an den Stefan wieder zurück. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, wenn es Fragen gibt, nur gerne Fragen stellen. Super, vielen Dank Stefan für die interessante Präsentation. Damit wären wir auch schon in der Q&A-Session. Also falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr jederzeit die Fragen im Chat-Window stellen. Ich fange mal mit einer ersten Frage an, und zwar geht die gleich an dich, Stefan. Hattet ihr irgendwelche speziellen Kriterien für die Auswahl der Hardware für diesen Benchmark? Oder? Ja, also wir haben gesagt, okay, wenn wir so einen Benchmark-Vergleich machen, dann sollte es möglichst ja, einfach für uns sein, unterschiedliche Hardware-Module miteinander zu kombinieren. Da ist uns natürlich sehr entgegenkommen, dass es auf einem Toradex Apalis Board und auf einem Toradex Colibri Board hier unterschiedlichste Module von NXP wie auch Nvidia zur Verfügung gibt und auch hier meistens auch sehr gute Basis Software Support out of the box vorhanden ist. Dementsprechend haben wir mal gesagt, okay, wir nehmen auf jeden Fall mal IMX6 und IMX in Dual-, Light- und Quad-Core-Variante und dann die neuen NXP-Module, also IMX8 und IMX8X. Ja, und für uns selbst haben wir dann gesagt, okay, wenn wir nach ein, zwei Tagen kein lauffähiges System zusammenbekommen pro Modul, dann muss man irgendwann einmal den Stecker ziehen und sagen, okay, dann muss man das vielleicht nach hinten verschieben und das Modul auch anders mal nochmal testen mit einem neuen Board Support Package oder wie auch immer. Anfang des Jahres hat es so ausgeschaut, wie wenn der Raspberry Pi 4 auch hier zum Beispiel zum Opfer fällt und nicht genutzt werden kann, weil hier die Treiber nicht optimal abgestimmt waren für Qt. Da ist allerdings dann ein Boot-to-Qt-Package rausgekommen für den Raspberry Pi 4, das quasi hier dann die Rettung war. Und ja, wie gesagt, leider, es waren dann eher dann eh nur Kleinigkeiten bei den Nvidia-Modulen, warum es dann doch nicht geklappt hat. Aber es hat hier leider komische Effekte mit Mapbox GL gegeben und es wäre dann unfair gewesen, irgendwelche unvollständigen Software-Runs zu vergleichen mit Nvidia-Modulen. Und für unser Budget und unsere Zeitressource, die wir gehabt haben, war es dann nicht möglich, da dann noch tiefer abzusteigen. Ja, so hat sich das dann eigentlich ergeben mit der Auswahl der Module. Super. Dann die nächste Frage. Soweit ich weiß, habt ihr bei euch den Vivante, den proprietären Vivante-Treiber verwendet. Habt ihr auch Tests mit dem Open-Source-Treiber Etnaviv gemacht bezüglich Performance? Gibt es dort irgendwie möglicherweise einen ersten Vergleich? Nein, eigentlich haben wir das nicht gemacht. Also wir haben im Endeffekt hier
bei allen Boards ein Standard Boot-to-Qt Image verwendet mit den Standardeinstellungen und haben hier nicht pro System noch weiter optimiert oder andere Sachen, Einstellungen hier vorgenommen. Das ist hier außen vor gelassen worden. Bin mir relativ sicher, dass man möglicherweise bei jeder Plattform noch weiter optimieren kann. Bei Treibern oder sonstigen Einstellungen. Aber das wäre für uns jetzt für diesen Vergleich einmal zu weit gegangen. Ich glaube, da kann man sich ein halbes Jahr oder einige Wochen nur mit einem einzigen Modul beschäftigen, um dort das nur zu optimieren. Das waren eher mal überall Standardeinstellungen und keine weiteren Low-Level-Optimierungen oder Treiberanpassungen, die da gemacht worden sind. Also ich kann vielleicht auch bei uns von der Erfahrung her sagen, mit Horizon verwenden wir eigentlich neuerdings den Ednaviv-Treiber. Und so, man muss erwarten, dass er ein bisschen langsamer ist, prinzipiell, aber das Schöne ist, dass es eigentlich ein richtiger DRM-Treiber ist. Und deshalb zum Beispiel auch Multi-Monitor mit dem IMX6 ein bisschen einfacher möglich ist als mit dem proprietären Treiber. Das hat dort so ein bisschen beide Seiten. Dann gibt es die nächste Frage, und zwar, ob es eine Möglichkeit gibt, das User Interface mit EGLFS über ein Remote-Protokoll zur Verfügung zu stellen, wie VNC oder ich denke auch WebAssembly wäre eventuell eine Möglichkeit. Ich glaube, dort habt ihr auch schon Sachen gemacht. Genau. Also diese Frage haben wir tatsächlich auch schon bei unseren eigenen Projekten auch behandeln müssen von unseren Kunden. Es ist so, dass VNC basiert auf X-Server-Technologie. Und da hier mit EGLFS kein X-Server läuft, ist VNC einmal ausgeschlossen aus unserer, also ich glaube, das funktioniert technisch so auf der Basis nicht. Was es aber gibt und was wir auch selbst verwenden, ist, man kann WebGL Streaming nutzen bei einem Gerät, das mit EGLFS quasi ein Display betreibt. WebGL Streaming ist eine Technologie, die vom Qt Framework unterstützt wird, das wieder ein spezielles Plugin eben darstellt im Qt Framework. Damit kann ich dann so den Inhalt einer Anwendung, die gerendert wird, übertragen in einen Webbrowser, der dann am PC läuft zum Beispiel. Das ist möglich. Ja, es gibt da ein paar Einschränkungen. Man muss dann schauen, man muss das als separaten Prozess starten mit WebGL Streaming, das dann im Hintergrund gerendert wird. Funktioniert technisch ein bisschen anders wie VNC, weil der Bildschirm nicht gespiegelt wird, sondern weil der Inhalt genau von einer Anwendung nur quasi übertragen wird. So eine WebGL Streaming Session würde auch funktionieren bei einem Headless Device, das gar keinen Bildschirm hat. Aber prinzipiell wäre das auch ein Weg, der möglich wäre, also WebGL Streaming. Das wird funktionieren mit EGLFS. Was ich weiß, das auch funktioniert, ist, man kann anstatt ein EGLFS Plugin im Hintergrund ein VNC Plugin verwenden, aber dann wird das ganze Rendering in den VNC Buffer gemacht und nicht auf das Display. Also man hat dann irgendwie entweder oder. Man lässt die Applikation mit EGLFS laufen oder mit VNC. Mit Qt5 ist es nicht möglich, zwei Plugins gleichzeitig zu verwenden. Wenigstens, als ich das letzte Mal geschaut habe. Genau. Ja, das ist möglicherweise auch ein Weg, ja, dass da zusätzliches VNC-Plugin gibt, das quasi Framebuffer-Plugin sozusagen. Ja. Genau. Dann eine Frage für uns, Floradex. Die Frage ist, ob bei den Modulen von uns prinzipiell oder bei allen Modulen die GPU-Beschleunigung eingeschaltet ist.
Das ist so bei den Modulen, die eine GPU haben, jedoch nicht bei Modulen ohne GPU, wie zum Beispiel dem IMX 7 oder dem IMX 6 ULL. Dort wird dann für den Qt Quick Scene Graph einfach das Linux FWare Plugin verwendet. Also dort gibt es einen Unterschied. Okay, soweit sehe ich keine weiteren Fragen. Also falls es noch gibt, man ist noch Zeit, so 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und sonst, wenn ich nichts mehr sehe, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank für das Webinar. Und allen Zuhörern vielen Dank fürs Teilnehmen. Und noch einen schönen Nachmittag.